Darauf stehe ich. Schrott. Schrott, Schrott, Schrott. Unten. Schrott. Ich hätte mir mehr von diesem Ding erwartet. Also dann. Zurück nach dahin. Das kriege ich jetzt auch noch fertig. Und wenn ich dazu mit Highspeed und ohne Sicht mich bewegen muss, dann soll es so sein. Ich sehe nichts, ich sehe nichts, ich bin blind. Bin ich jetzt für die Ruinen davor gerast? Ja, tatsächlich. Ich dachte, ich laufe drumherum. Ich wollte noch irgendwas sagen. Ich weiß noch nicht was. Gebt mir einen Tipp. Ach ja. Habt ihr es gehört? Bushido wurde verklagt. Weil er von einer französischen Band die Songs geklaut hat. Er ist also ein Plagiator. Ein ganz fieser Cheater, der keine Ideen hat und sich bei anderen bedienen muss. 63.000 musste bezahlen. Und die Plattenfirma muss alle CDs von ihm zurückrufen, auf denen die Lieder drauf sind, die er geklaut hat. Ich würde sagen, ja, das ist ganz schön. Am Arsch, Mr. Bushido. Und so, ich meine, ich habe eigentlich nichts gegen Bushido. Ich mag nur seine Musik nicht und ich möchte nichts mit ihm zu tun haben. Aber ansonsten habe ich nichts gegen ihn. Gegen ihn. Und seinesgleichen. Aber trotzdem. Da musste ich lachen. Das ist Schadenfreude. Das gefällt mir. Fahrwerkrahab. Ich weiß, dass der Geist Ukandi das schon mal zufrieden hat, bevor ich meinen Lehrling zu diesem Ding schicke. Ich will eine Frage stellen. Habt ihr den Geist zufriedengestellt oder war das... Sie war es. So soll es sein. Ich werde meinen Lehrling schicken, also mit ihnen, aber ich tue das nur zur Ehre. Also sie wird der Philosophin bald bewusst werden und so zurückkehren. Sie wird eine gut weise Frau werden, sobald meine Aufgaben erledigt sind. Okay, das heißt, ich habe es erledigt. Ist bereit, das Kind in Schatten zu schicken soll. Na okay, dann auf zu Skink. Und bei der Gelegenheit sollte ich vielleicht auch noch mal Zeug verkaufen. Ja. Das werde ich dann sicherlich offscreen machen oder so. Denn ja, habe ich ja schon gesagt gehabt, dass ich nichts mehr beschleunigen kann. Oder ich könnte, theoretisch könnte ich es schon noch. Nur wäre das eine Heidenarbeit. Ich meine, ich habe vorher ja mit Windows Movie Maker arbeitet bei Windows Vista und Windows XP und der hat auch gute Dienste erwiesen. Ich weiß nicht, habe ich das schon erzählt? Oder war das in diesen Videos, die ich gelöscht habe, weil Ton... Ja, ich weiß nicht, ich erzähle es nochmal. So, weil mir gerade so danach ist. Ihr müsst ja nicht zuhören. Ja, und da konnte man halt diese Effekte einstellen, Videos beschleunigen. Und ja, cool halt. So, jetzt habe ich aber... Wirft. Totenbeschwörer ist... Oder war die... Was jetzt hier ein Schal? Ach so, ja, okay, gut. So,
Und jetzt habe ich für Windows 7 drauf und da gibt es keinen Movie Maker mehr. Den muss ich mir extra runterladen. Gratis. Windows Live Essential Movie Maker oder so. Irgendwas in der Art. Doofer Name halt. Und er hat eine vereinfachte Bedienung, benutzerfreundliche Oberfläche, wurde er angepriesen. Ja, super, es ist doch wunderschön einfach. Und ich kann jetzt auch, wie ihr sicherlich bemerkt habt, Videos in HD, ins HD-Format quetschen. Nur dummerweise haben sie es so sehr vereinfacht, dass es keine Effekte mehr gibt. So, nichts beschleunigen, nichts Ding sehen. Nichts irgendwie, nur noch Bullshit. Das pisst mich an. Weil eigentlich hatte ich ja gesagt, ich werde nichts rausschneiden. Ihr werdet alles so sehen, wie es ist. Aber da habe ich dann wohl gelogen. So, und jetzt hier, Let's Play Part 11. Das war das, was ich gemacht habe. 26.03.2010. 12:06 Uhr. 27.03.2010. 11 Uhr. 16. 12:16 Uhr, ja, cool. So eine Stunde eher dran. Ja, okay. Überschreiben. Jo. So, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Wie immer, lasst Kommentare da. Abonniert mich. Empfehlt mich weiter. Und bis zum